größte Sorge der Kunden in Bezug auf Plasma ist die schlechte Lochqualität. Zwei der häufigsten Probleme sind Abschrägungen, wobei oberer und unterer Lochdurchmesser unterschiedlich sind, sowie Dellen oder Nasen auf der Innenseite des Lochs. Beide Probleme erschweren die Produktion eines nacharbeitsfreien Durchgangslochs und können teure nachträgliche Korrekturarbeiten erfordern. Die zum Patent angemeldete True-Hole-Technologie von Hypotherm beseitigt diese Probleme durch eine spezielle Kombination von Prozessparametern, welche mittels der Schachtelungs- und Prozessoptimierungssoftware festgelegt werden. Nach Importieren der CAD-Zeichnung in ProNest ordnet der Programmierer die jeweilige Materialart, gewünschte Lochschneidtechnik sowie Materialdicke und Stromstärke zu. Die Schachtelungs- und Prozessoptimierungssoftware schachtelt das Teil und wendet automatisch, basierend auf der Teilegeometrie, die für eine hohe Lochqualität erforderliche optimale Brennerbewegung und fachmännische Schneidtechniken an. Abhängig von Materialdicke, Lochdurchmesser und Stromstärke. Und das alles vollautomatisch, sogar wenn Sie in einer Schachtelung unterschiedlich geformte Teile oder Lochdurchmesser haben. Bei jedem Material? Nein, TrueHole wurde für unlegierten Stahl entwickelt und für ein Durchmesser-Material-Stärkenverhältnis von bis zu 1:1 optimiert. Damit Sie eine Vorstellung haben, wie viele Informationen für das Schneiden eines einzigen Lochs notwendig sind, sehen Sie sich einmal diese Codeliste an. Sie beinhaltet alle Angaben zum Einstellen von Prozessgasauswahl, Gasdurchflussraten, Stromstärke, Lochstechmethoden, Ein-Ausfahrttechniken, Schneidgeschwindigkeiten und Schneidzeitenregulierung. Diese Prozessparameter werden alle automatisch eingestellt, ohne jegliches Eingreifen des Bedieners. Sie sehen, welche enorme Zeitersparnis dies bei der Konfiguration in der Fertigung bringt und wie es potenzielle Bedienfehler eliminiert, insbesondere bei komplizierten Teilezusammenstellungen wie dieser hier. Außerdem ist die Gleichmäßigkeit garantiert, dieselbe hochwertige Lochqualität, egal in welcher Schicht oder mit welchem Bediener. Sie meinen also, sogar mein neuer Mitarbeiter in der zweiten Schicht kann Löcher so gut schneiden wie mein bester Mann? So ist es, solange er True-Hole-fähige Komponenten verwendet. Wenn Teile, Programm oder Schachtelung beendet sind, werden sie in eine NC-Datei umgewandelt. Diese ist dann fertig zur Verwendung in der CNC. Ihr Maschinenbediener wählt dann einfach diese Teileprogrammdatei in der CNC aus. Der mit der Hypotherm CNC mitgelieferte CutPro-Assistent leitet den Bediener Schritt für Schritt an und zeigt ihm sogar, welche Verschleißteile er für diesen Auftrag braucht und wie er sie installiert. Der Bediener richtet nur die vorgesehene Blechtafel aus und fertig. Die CNC arbeitet mit Brennerhöhensteuerung und Plasmaanlage perfekt zusammen, um den Auftrag reibungslos zu erledigen. Und da alle Bedienparameter in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt werden, kann der Bediener den gesamten Vorgang überwachen. Ja, das klingt schon ziemlich überzeugend. Aber wie werden Abschrägungen und Unebenheiten vermieden? Durch die einzigartige Kombination von Sekundärgasumschaltung, Feintuning der Zeitabläufe sowie der Verwendung optimaler Prozessparameter. Sehen wir uns den Vorgang im Einzelnen an. Während sich der Brenner in die Lochstechposition bewegt, setzt TrueHole eine Kombination von Sauerstoffplasma und Luftsekundärgas ein, um das Loch zu stechen. Lochstechen mit einem Luftsekundärgas minimiert die Größe des Loches und des Materialauswurfs. Sobald er in Position ist, sticht der Brenner in die Lochmitte ein, wobei er automatisch die Schnittfugenkompensation vorbereitet, ohne jedoch den Lochstechpunkt zu verschieben. Bei der herkömmlichen Schnittfugenkompensation kann die Lochform unrund werden. Die Hypotherm-Schachtelungs- und Prozessoptimierungssoftware berücksichtigt dies und gewährleistet, dass bei TrueHole direkt in die Mitte des Loches eingestochen wird. Sobald das Material durchstochen ist, wird für das Lochschneiden automatisch auf Sauerstoffplasma, Sauerstoffsekundärgas umgeschaltet. Mithilfe der Autogaskonsole ist es möglich, auf eine niedrigere Sekundärgasdurchflussrate mit niedrigerem Stickstoffgehalt umzuschalten. Dann wird eine dem Lochdurchmesser, der Materialdicke und Stromstärke angepasste Einfahrtgeschwindigkeit für eine halbkreisförmige Einfahrt verwendet. Durch diese Halbkreisform erzielt man einen weicheren Übergang zwischen Ein- und Ausfahrt. Sobald die Einfahrt abgeschlossen ist, schaltet der Brenner zum Lochschneiden auf eine höhere Geschwindigkeit. Lochschneidgeschwindigkeit, Sekundärgaszusammensetzung und Durchflussrate sind optimal aufeinander abgestimmt, um Abschrägungen praktisch auszuschließen. Gegen Ende des Schnittes wird der Strom automatisch reduziert, um für das noch zu schneidende Material die optimale Energiemenge zur Verfügung zu stellen. Am Beginn der Ausfahrt schaltet sich der Strom dann ab, während der Brenner seine volle Geschwindigkeit beibehält und automatisch die optimale Ausfahrtlänge fährt, um ein Überbrennen der Lochoberfläche zu verhindern. Das zeitlich regulierte Herunterfahren der Spannung in Kombination mit diesen Einfahrt-Ausfahrt-Techniken minimiert die Nasen und verlagert sie aus dem Loch nach außen. Sobald das Loch fertig geschnitten ist, schaltet der Brenner für das Konturschneiden automatisch wieder auf ein Sauerstoff-Luft-Sekundärgas zurück. Dadurch werden bei längeren Konturschnitten nahezu bartfreie Schnitte bei optimaler Produktivität erzielt. Das Ergebnis: fertige Durchgangslöcher mit geringem, leicht zu entfernendem Bart.
Unglaublich, direkt von der Maschine. Und passt. Praktisch keine Abschrägungen. Und die kaum sichtbaren Dellen werden nach außen verlagert. Kein anderer Mitbewerber kann das so anbieten. Und alles ohne jeden Eingriff des Bedieners. Diese zum Patent angemeldete Kombination optimierter Prozesse sowie die nahtlose Integration aller Komponenten macht Hypertherms TrueHole-Technologie so einzigartig.